Endlich mal wieder ein neues Video hier von meinem kleinen Kanal. Herzlich willkommen! Hallo zusammen, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und euch hier dabei begrüßen zu dürfen. Ja, es ist jetzt wieder eine Weile her. Ich glaube, müsste ein bisschen mehr als ein Monat sein, dass ich hier mich nicht mehr gemeldet habe. Das liegt eigentlich daran, oder ja, ganz simpel daran, dass ich momentan immer noch hier hänge. Entschuldigung, irgendwie ist mir auch wegen dem Bauteilmangel, ihr wisst, wovon ich rede, mangels Rückmelder und so weiter, ist mir ein bisschen die Lust vergangen die letzten Wochen. Und ich habe ja oben gar nichts mehr gemacht. Hier war gar nichts an während einem ganzen Monat. Ja, ich habe mir aber gedacht, ich melde mich heute mal zurück. Und ja, zwei Sachen. Eine Neuheit, eine Neuvorstellung, respektive ja, Neuzugang in meiner Sammlung, und natürlich, ich wollte ein bisschen mit euch plaudern, einfach nur plaudern. Ja, klingt langweilig, könnte es auch sein, aber okay. Ich habe da ein paar Sachen auf dem Herzen, einfach nur so, und ja, ich wollte euch mal ein bisschen an meinen Gedanken und Sorgen und so weiter teilhaben lassen. Ich fange mal kurz an. Rocco hat neue Verpackungen angekündigt, respektive die ersten Loks mit der neuen Verpackung sind ausgeliefert. Wir schauen uns diese Verpackung gleich mal hier an. Ich habe eines dieser neuen Exemplare, ist auch gleichzeitig mein Neuzugang in der Sammlung. Hatte ich vorbestellt, als sie angekündigt wurde. Worum es geht, sehen wir gleich. Ja, wir reden kurz über diese neuen Verpackungen. Wir schauen uns, wie gesagt, wir schauen uns die mal an, wie die aufgebaut ist, wie sie aussieht, woraus sie besteht, was ich davon halte, auch umweltschutztechnisch gesehen. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum Rocco sich da entschieden hat, eine neue Verpackung einzubauen, respektive zu entwickeln. Ja, kann man das so nennen, entwickeln. Die haben jetzt da relativ viel Tamtam drum gemacht, wegen einer neuen Verpackung. Ich glaube, den meisten von uns ist die Verpackung eigentlich schnurzpiep egal. Uns allen geht es ums Modell. Sei es drum, darauf gehe ich später nochmal ein, wenn ich euch mal ein bisschen meine Gedanken zu dem Ganzen näher bringen möchte. Zuerst schauen wir uns mal an, was das hier sein soll. Ich freue mich sehr darauf, diese Lok zu haben. Wie soll ich jetzt weiter verfahren? Ich würde ja sagen, ratet, was es ist, bringt ja aber nichts. Es ist eine neue Vectron. Ja, Vectron Nummer 9 müsste es mittlerweile in meiner Sammlung sein. Ja, ich weiß, es gibt welche draußen unter euch, die haben 30 Stück davon oder mehr. Bei mir ist es Nummer 9 und es werden voraussichtlich erst noch 2 Stück kommen, die allerdings nicht von Rocco sind, sondern die LS-Models angekündigt hat vor längerer Zeit. Jeder von euch oder fast alle von euch kennen den Shadow Piercer und den Ruhe Piercer, die beiden schwarzen SBB Cargo Loks, die Rocco ja schon länger ausgeliefert hat. Ja, bei uns im Laden bekomme ich alles mit. Das heißt, als damals das Original vorgestellt wurde von SBB Cargo International, war ich gleich hin und weg von der Lok. Wunderschön, schwarz, mit dem schönen typischen SBB Cargo Design drauf, mit den Bergen und so. Und dann der Ruhepierce erst mit beidseitig unterschiedlichen Designs, sehr schön. Es hat nicht lange gedauert, er hat LS Models beide angekündigt. Und ich natürlich, ja geil, toll, bestelle ich mir. Habe ich mir vorbestellt. Bis heute nicht ausgeliefert. Bei LS Models ist das normal, da dauert es ein bisschen. Und ein bisschen mehr. da war ich ein bisschen bestürzt, als Rocco auf einmal damit kam. Ganz spontan und plötzlich. Und die wurden ausgeliefert. Und von LS Models kommt nichts. Einerseits gut für mich, für den Geldbeutel. So habe ich Zeit, ein bisschen Geld beiseite zu schaffen, wenn die dann irgendwann kommen.
Rocco hatte diese Lok hier schon mal im Programm unter anderer Betriebsnummer. Danach war sie ausverkauft. Die erste Version hatte ich komplett verpasst. Das war die Zeit, bevor ich im Mobile-Laden gearbeitet habe. Und da habe ich auch nicht alles mitbekommen. Dann hat Trix die Lok gemacht. Ich glaube, Pico, glaube ich nicht. Also Merkel und Trix hat die Lok auch gemacht, aber da bin ich kein richtiger Fan davon. Ich habe mir die Trix dann nicht genommen, nicht bestellt. Ich habe gesagt, wartest du, vielleicht kommt Rocco nochmal damit, weil die doch bei Rocco recht gut angekommen ist und recht große Nachfrage danach ist und war. Und tatsächlich hat Rocco diese Lok neu aufgelegt. Und ich glaube, wir schauen uns mal an, was das ist. So, hier liegt die Lok nun bereit zur Vorstellung. Ja, ich öffne mal den Deckel. Die äußere Hülle ist immer die gleiche. Und dann sieht es innen drin so aus. Da fällt gleich was auf. Das verstecke ich erst nochmal. Ja, ihr wisst schon, was es ist. Diese neuen Verpackungen hier. Ihr wisst, Rocco hat bis dato diese Schaumstoffeinlage, wo so ein Kunststoffdeckel oben auf der Lok draufsteht und unten drunter auch noch so ein Plastikteil. Also an sich habe ich die Verpackung schon gemocht, da in diesen Verpackungen auch zugerüstete Loks schon reingepasst haben. Das ist einer der Werbepunkte, die Rocco für diese Verpackung hier auch hat und sagt, ja, diese Verpackungen können nun für zugerüstete Loks auch 1:1 genutzt werden, die passen da rein, mag sein, aber davor, glaube ich, war das auch schon der Fall. Ja, obendrauf liegt dann die Bedienungsanleitung der Lok. Ja, und da haben wir das gute Stück. Die Vectron der DB Cargo, das ist grün. Die Neuauflage von Rocco. Ich habe die Lok zwar schon eine Woche oder ja, eine gute Woche hier rumliegen, bin noch nicht dazu gekommen, sie einzufahren, respektive sie überhaupt fahren zu lassen. Ich habe zwar schon den Decoder eingebaut, weil ich die analog gekauft habe, da ich Vectronen mit Sound zu ausreichend habe und keine mehr mit Sound haben will. Ich sehe immer das Gleiche. So, was hat Rocco jetzt hier noch gemacht? Hier eine Plastikfolie um den Blister drum. Der ist so ein komplett ein kartonfüllender Plastikblister. Sie behaupten, es sei PET oder was, dieses recycelbare Kunststoff, wie auch die Plastikflaschen, Getränkeflaschen und so. Das gleiche Material. Ja, schön und gut. Darauf gehe ich noch gleich mal ein. Dann diese Plastikfolie, um dieses Teil rauszuheben. Empfinde ich ein bisschen überflüssig, weil man bekommt das auch so ohne Probleme raus. Ja, dann Zurüstbeutel, wie gehabt, liegt normalerweise so hier oben drin. Hier ist noch der Brückenstecker von der Lok. Und unten drunter liegt dann das Ersatzteilliste, Kunststoffblatt, respektive Folie. Ja, und dann die Lok in diesem Blister. Das ist so ein Blister mit diesen Druckknöpfen. Vier Stück davon. Ja, und um das aufzumachen, braucht man sanfte Gewalt. Ich muss mal unterlegen und dann einmal kräftig ziehen. So, dann knackt's. Zweimal, dreimal, viermal. So. Und dann liegt die Lok frei, auch nochmal in so einer Plastikfolie drin. Die finde ich auch berechtigt. Die ist auch da, wo sie hingehört. Alles wunderbar. Ja, diese Folie ist an sich nicht unwichtig. Wir haben, wenn wir im Laden die Loks ein- und auspacken oder Leuten zeigen, Kundschaft zeigen, sind manche Leute, die nicht verstehen, warum das drin ist. Ganz einfach, wir versuchen die Loks im Laden so wenig wie möglich mit den Fingern anzufassen. Ist ja klar, auch wenn wir sie auspacken, um sie in die Vitrinen zu stellen, versuchen wir so wenig wie möglich mit den Fingern an diese Loks ranzukommen. Auch bei dem Loks anfassen sollte man vorsichtig sein. Es sind viele Leute, die behaupten, ja, ich weiß, ich mache das schon 40 Jahre, ich weiß, wie man einen Lok anfasst und trotzdem bemerken wir, dass die Loks sie falsch anfassen. Ja, da will ich auch noch mal kurz darauf eingehen. Das gehört dann zu dem, was ich heute so von Gedanken mit euch teilen möchte. Ja, wie gesagt, hier angefangen
dieses Kunststoffblatt oder Folie ist eigentlich dazu da, um die Lok aus dem Blister rauszuheben, ohne die Lok jetzt anzufassen. So, ich lege das mal hier vorne hin, nehme das weg. So, und dann hat man die Lok sicher in dieser Folie und kann sie auf die Räder stellen. So. Nun kann man hingehen, entweder man bleibt mit der Lok so auf der Kunststofffolie bis zu dem Gleisstück, wo man sie aufsetzen will. So, dann gibt's jetzt, dann kommt jetzt der große Fehler, den viele Leute machen. Die nehmen die Lok so. Und das macht man nicht. Das ist ein grober Fehler. Das wäre bei uns im Laden schon fast ein Grund zum Rausschmiss. Sei es für uns als Personal wie auch als Kunde, wenn die Leute die Loks so anfassen. Das geht nicht. Wenn wir Loks anfassen oder ja, umstellen oder was auch immer, entweder, wenn es möglich ist, nehmen wir sie unten. Wir spreizen die Finger so rum und nehmen sie nur unten, ich würde es sagen am Tank, bei Dieselloks ist es der Tank, nur unten mit dem Daumen und dann mit Mittel- und Zeigefinger unten drunter, damit wir die Karosserie und den Druck nicht mit den Fingern anfassen. Hintergrund dabei ist, dieser Druck ist zwar, ich sag mal, wie soll ich sagen, kommt schon was ab. Aber irgendwann durch schwitzige Finger oder fettige Finger so macht man sich erstmal Fingerabdrücke rein. Das sieht dann, das ist dann so komisch, wenn dann so glänzende Stellen von fettigen oder schmierigen Fingern am Lack sind und am Druck. Und auch der Druck kann abgegriffen werden. Heute vielleicht beim Digitaldruck vielleicht nicht mehr so, aber früher beim Siebdruckverfahren konnte es sein, dass man den Druck abgegriffen hat. Hatte ich auch hier auf meiner Anlage schon bei so einem Schienenbus gehabt. Also ein VT 800, ich weiß nicht mehr. Da waren dann die Fensterumrandungen abgegriffen. Gott sei Dank konnte ich die mit einem Spezialstift nachziehen. Das war alles okay. Ja, wie gesagt, entweder wir fassen die Loks unten am Rahmen an oder oben am Dach mit zwei Fingern und mit zwei Fingern unten. Also mit einem Finger einmal unten und einmal oben, damit wir nicht den Druck oder die Karosserie anfassen. Bei Dampfloks sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dampfloks sind ein bisschen komplizierter in der Handhabung. Ich hasse Dampfloks deswegen. Da kriege ich immer kribbelige Finger, weil ich Angst habe, das Ding irgendwie fallen zu lassen, weil die Finger sich dann öffnen von allein oder was weiß ich. Aber so bei Dieselloks und Elektroloks, wie gesagt, immer unten am Tank, respektiv unten an den Aufbauten oder eben unten und oben anfassen, genau. Und am besten mit der Folie die Lok hin und her bewegen, das dafür ist die an sich da. Genau, ich stelle die Lok jetzt mal hier aufs Gleis und ich hoffe, ich trete damit keinem zu nahe, wenn ich sage, die meisten fassen die Loks falsch an. Wie gesagt, fasst am besten Loks nie so am Lok, am Gehäuse an. Entweder unten drunter am Rahmen oder eben unten und oben, also unten am Rahmen und oben an der Dachaufbau. Wenn es geht, bei dieser Lok geht es ja eigentlich noch, hier ist ja frei. Bei dieser Loks ist es noch weniger problematisch, aber dann Loks hier, als Beispiel die Stadler Euro Dual von Südexpress, die hat oben so viel Aufbauten auf dem Dach, dass man die nur so unten drunter anfassen kann. Ja, sei es mal drum. Zu der Lok, da kommen wir später nochmal dazu, wenn ich sie in die Zentrale einprogrammiere. Wie ich gehe jetzt nochmal mit euch auf die Verpackung ein, auf diesen Blister und ja, mal da sage ich euch jetzt nochmal, was ich davon halte. Ja, der famöse Blister, den Rocco da so schön präsentiert hat in Videos hier auf YouTube auch und allgemein schön beworben. So, diese Plastikfolie mache ich mal wieder rein, wenn sie will. Ist ja auch egal. Und dann die Knöpfe wieder zusammendrücken, so damit das geschlossen ist. So, der Blister hier, ich finde ihn an sich ganz gut. Ich finde ihn schön, also gut, schön, ja, schön ist der falsche Ausdruck, ist gut. Praktisch, man kann zugerüstete Loks einbauen, zum Beispiel hier diese Einkerbung bei den Vectronen
um die Haltegriffe vorne, wenn die zugerüstet sind, die gehen dann da rein. Hier vorne ist auch so eine Erhebung, wenn man die seitlichen Griffe angebracht hat. Ja, warum macht man sowas? Rocco behauptet, aus Umweltschutzgründen, wegen Plastik, bla bla bla. Ja, einerseits haben die Herrschaften ja recht. Aber andererseits muss ich euch fragen, wie viele Modellbahner schmeißen ihre Verpackungen weg? Ich kenne keinen einzigen. Normalerweise, wir Modellbahner behalten unsere Verpackungen ewig, immer, für immer. Also ich kenne keinen, der eine Verpackung analog weggeschmissen hat. Ich kenne wirklich keinen. Von daher verstehe ich irgendwie nicht die Polemik jetzt darum, dass da jetzt was Neues her muss. Diese Verpackungen behalten wir alle, die liegen irgendwo im Regal, in einem Schrank, irgendwo im Dachboden, wo, was weiß ich. Und deswegen verstehe ich nicht wirklich, warum Rocco jetzt oder die Hersteller allgemein von ihren bewährten Verpackungen runterkommen. Ja, Rocco hatte eine Zeit lang diese Styropor-Verpackungen. Das kann ich verstehen. Styropor ist noch schädlicher oder, ja, wie soll ich sagen, das verrottet ja. In die Verpackungen, die sind, wenn man schon ältere Rocco-Verpackungen hat, man sieht ja, das zerbröselt und die Loks sind nicht mehr gut gehalten drin da und so weiter. Die bisherigen, aber jetzt die letzten Verpackungen vor denen da, das war ja dieser dunkelgrau-schwarze Schaumstoff mit der Plastikhaube, die man oben auf der Lok zum Schutz der Dachaufbauten drauf war und unten unter die Räder kommt ja auch nochmal so eine Plastik, so ein Brett, sag ich mal, und dann die Plastikfolie zum Entnehmen und wieder reinlegen. Wo war das Problem? Auch dort haben die Loks zugerüstet reingepasst, das war auch ausreichend Platz rundherum und ich fand die Verpackungen gut. Weil transporttechnisch gesehen sogar vielleicht noch besser als diese hier. Umwelttechnisch ja, wie gesagt, da denke ich einfach darüber, dass die wenigsten, die wenn überhaupt die mindesten Modellbahner ihre Verpackungen wegschmeißen. Macht in dieser Branche eigentlich keinen Sinn, wenn die da denken, sie müsste neue Verpackungen machen. Ja, wenn man Elektrogeräte oder sonst was kauft, größere Haushaltsgeräte, ein Staubsauger, Fernseher, was weiß ich, der ist immer in kilometerdicken Styropor eingepackt. Da verstehe ich, dass die da was anderes machen müssen, weil diese Styroporeinlagen, respektive die Styroporverpackungen, sind ja nicht ganz sauber in der Hinsicht. Da könnte ich das verstehen oder bei allem anderen, wo man die Verpackung irgendwann wegschmeißt. Aber wie gesagt, dass die Hobbys, so Modellbahn-Hobby, auch Modellautosammler zum Beispiel in größeren Maßstäben, mache ich auch, haben wir auch im Laden. Auch diese Autos sind teilweise in Styropor eingepackt, ja, hauptsächlich sogar. Leute, die Autos sammeln, behalten auch die Verpackung davon. So ein Auto, so ein Modellauto, das 200, 300, 400 Euro kostet, also mal ab 100 Euro sind es bessere Modellautos. Das sind Autos, die sind nur wertstabil, wenn die Originalverpackung drumherum ist. Und jeder Modellautosammler weiß das und behält auch seine Verpackung. Die werden nicht weggeschmissen. Ich verstehe deswegen die ganze Polemik darum nicht wirklich. Egal. So viel zu dieser beknackten Verpackungsgeschichte. Ich habe ja sonst keine Sorgen, egal. Ich will darüber ein bisschen lästern. Ich habe wirklich Bock drauf. ja, nichtsdestotrotz freue ich mich sehr hier auf meine schöne neuen Vectron DB. Das ist grün. Ja, ein weiteres schönes Rocco-Modell. Alles wunderbar. Kann da keinen Fehler an der Lok feststellen. Aber was anderes wollte ich noch über Rocco mit euch loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr da auf dem Laufenden seid, aber wir Händler oder Geschäfte bekommen regelmäßig Besuch von Herstellervertretern. Heißt von Märklin, von Rocco, von Faller, von was weiß ich. Kommen ein, zwei, dreimal im Jahr Vertreter in die Läden und schauen sich ein bisschen um, reden, nehmen Bestellungen auf oder Reklamationen auch auf und.
Und ich habe die Gelegenheit genutzt, einen recht hoch, wie soll ich sagen, einen Herrn, der recht hoch bei Rocco, recht weit oben sitzt, der auch dabei war, habe ich mal darauf angesprochen, warum Rocco diese, ja, ich habe da nur ein Beispiel genannt beim Herrn, diese Doppeltragtaschenwagen, die T3000 oder T2000 auch eben. Taschenwagen allgemein oder allgemein, ich hatte den Taschenwagen als Beispiel genommen und gefragt, warum rüstet ihr die nicht zu ab Werk? Die Antwort vom Herrn war ja, das Problem ist bekannt. Viele Leute beschweren sich. Das Problem ist, laut ihm, wären die Wagen, wenn sie ab Werk zugerüstet werden würden, nochmal 20, 30 Euro teurer. Das heißt, anstatt, was kosten die Dinger, 100, 109, 110 Euro oder so in der Richtung, oder ja, mittlerweile, ja, nicht zugerüstet, würden sie dann zugerüstet nochmal 20, 25 Euro mehr kosten. Habe ich gesagt, kann nicht sein. Pico liefert auch zugerüstet aus, Märklin auch, egal, LS-Models, Pullman, ESU, all diese Taschenwagen, Containerwagen, was auch immer sind, bei den Herstellern zugerüstet, komplett. Warum nicht bei Ihnen? Und wie gesagt, das Argument vom Rocco war einfach, dass das Personal in der Fabrik, wo die Sachen hergestellt werden oder zusammengebaut werden, dass die Kosten es nicht zulassen oder der Preis, den das Ganze kostet, nicht zulässt, dass die Wagen auch noch zugerüstet werden. Dafür müssen sie dann noch so viel mehr Personal einstellen, dass dann auch noch eine gewisse Zeit daran arbeiten muss, so 10, 15 Minuten pro Wagen. So bei x Personen, das rechnet sich dann und dann werden die Wagen um einiges teurer. Warum es bei Pico, warum die es bei dem gleichen Preis zugerüstet fertig kriegen, dass die zugerüstet sind, konnte er mir natürlich auch nicht beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass Pico und all die anderen Hersteller in China günstigeres Personal haben als Rocco jetzt in Rumänien oder in Vietnam. Möglich, dass das daran liegt. Aber ich wollte euch da mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich kann es natürlich nachvollziehen und ich habe dem Herrn auch gesagt, dass es für mich persönlich kein Problem ist, so einen Wagen zuzurichten. Ich mache das in mittlerweile 5 Minuten. Das ist kein Problem, es gehört dazu. Aber wie gesagt, es geht einfach um diese vielen Beschwerden, respektive wie von eurer Seite, ja, in vielen eurer Videos oder Kommentare sieht man ja, dass viele unter euch genervt sind von den ganzen Zurüsten. Das ist Rocco wohl bewusst, aber wie gesagt, ich habe den für euch gefragt, warum macht ihr das so? Und das war eben seine Antwort. Damit müssen wir uns erstmal zufrieden geben, aber er hat auch gesagt, dass Rocco daran arbeitet und versucht und schaut, ob das kostentechnisch irgendwie tragbar ist, um die Preise jetzt nicht massiv erhöhen zu müssen. Ich drücke mal die Daumen, dass wir bald zugerüstete Wagen ausgeliefert bekommen. Ja, aber wie gesagt, die wenigsten von uns wollen ja mehr dafür bezahlen. Wir wollen ja immer alles nur fast umsonst haben. Ja, da muss man halt Abstriche machen. Das ist halt so. Man kann es ja nie allen gerecht machen. Das war mal das. Jetzt schaue ich mir mal den Vectron an, wie der jetzt hier, den muss ich jetzt nochmal hier in meiner ESU Ecos einfügen und dann werde ich den mal ein paar Mal hier auf und ab fahren lassen, damit der mal ein bisschen einfährt und schauen wir uns gleich mal an. So, ihr Lieben, da steht das gute Stück. Die Lok ist ausgestattet mit einem ESU Lok Pilot, einen V5 habe ich eingebaut. Ja, ist eine Plax 22 Schnittstelle, Standard, alles wunderbar. Ja, was hat die Lok funktionstechnisch? Ja, einmal Licht an und aus. Rot-Weiß mit der Farbrichtung wechselt. Unten könnt ihr das rote Licht an- und ausgehen sehen. Alles ganz normal. Und man kann mit der, das ist dann F0, mit der F1-Taste kann ich
einfach das rote Schlusslicht natürlich abschalten, wenn ein Zug dahinter hängt. Klar. Dann habe ich Fernlicht, natürlich beidseitig, über zwei Funktionen. Und ich mache mal aus, gibt es natürlich, ja, da sieht man es kaum, die Führerstandsbeleuchtung. Klar, die Standardfunktionen mit dem Lokpilot V5. Und ich finde, das reicht völlig für so einen Lok aus. Mehr muss man eigentlich nicht haben. Wie gesagt, ich habe von den neuen Vectronen sind 3 oder 4 mit Sound bei mir. Also es wird kein, ja, die von LS Models, die kommen sowieso mit Sound. Da, ja, bin ich sowieso drauf gespannt, weil der ESU Sound für die Vectronen komplett anders klingt als der von Cimo. Da bin ich auch mal drauf gespannt und werde, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, ein Vergleichsvideo zu LS Models versus Rocco bei den Vectronen. Ja, was jetzt noch interessant ist, wie sieht es aus mit den Fahreigenschaften dieser Loks? Und ja, ich würde sagen, die Lok ist noch nicht eingefahren, muss ich wohl bemerken. Die ist jetzt frisch aus der Verpackung aufs Gleis, einprogrammiert in die Zentrale und ich bin noch keinen Zentimeter damit gefahren. Das kommt jetzt und ich würde sagen, wir schauen uns gemeinsam an, wie die Lok sich verhält. Ich will nur noch kurz erwähnen, die Loco hat ja mittlerweile auch die neuen Motoren drin verbaut. Und ja, mal schauen, wie das Ding sich fährt. Ganz langsam fange ich mal an. Fängt schon mal ganz langsam an zu fahren. Schön. Ich erhöhe stetig die Fahrstufen. Ja, ich muss sagen, die fährt schon wirklich sehr gut, die Lok. Sehr ruhig. Außerdem Abrollgeräusch auf den Schienen hört man kaum etwas. So, ich versuche jetzt mal hier den ganzen Wendel ins Bild zu bekommen. So. Ich beschleunige noch mal ein bisschen. Und ich muss sagen, die Lok läuft einwandfrei. Super. So, fahre ich mal wieder zurück. Auf jeden Fall muss ich den Lok erst noch einfahren, ist klar. Aber so, erster Eindruck, ja, ist schon mal gefällig. Freut mich, dass der Lok sauber läuft. Ja, ein wunderschöner neuer Vectron in meiner Sammlung, in der neuen Rocco-Verpackung. Ja, ihr wisst jetzt, was ich von diesen Verpackungen denke, was ich allgemein darüber denke. Ihr wisst, was Rocco mir erzählt hat zu der Zugriffshölle namens T3000. Ja. Was ich jetzt eigentlich nur noch sagen wollte ist, ihr wisst ja, warum es hier bei mir noch immer nicht weitergeht. Es mangelt noch immer an den Yamok-Rückmeldern. Yamok
ist dabei, jetzt teilweise auszuliefern. Die haben ja eine relativ begrenzte Kapazitäten in Sachen Herstellung, wie ich das mittlerweile verstanden habe. Und da wir als Laden ja auch noch Neukunde sind bei Yamok, ja, werden natürlich jetzt mal erst deren Bestandskunden, heißt Bestandshändler, in deren Netzwerk ausgeliefert. Und dann kommen wir. Ich habe jetzt in einer Yamok-Gruppe Facebook-mäßig gesehen, dass die jetzt wieder eine 500 Stück ausliefern von diversen Dingen. Da ist die Kapazität, Herstellungskapazität, 500 Exemplare. Die sind gerade dabei, das auszuliefern. Ich bete schon mal oder ich hoffe schon mal, dass da vielleicht sogar schon die für uns oder für mich auch mit dabei sind. Damit ich endlich mal wieder was machen kann. Wenn nicht, muss ich mich halt wieder mal gedulden. Ja, so lange steht die Baustelle still. Ohne Rückmelder geht es nicht voran. Ja, ich könnte theoretisch hier schon mal die Kabel ziehen und so weiter. Ja, aber ich fange es nicht an, wenn ich es nicht beenden kann. Das heißt, also beenden heißt Kabel ziehen, an die Rückmelder anschließen, Rückmelder an die Zentrale, respektive die Software einfügen. Das nenne ich beenden. Wenn ich jetzt anfange, Kabel zu ziehen, kann ich es nicht beenden. Das heißt, ich kann nicht das Ganze so weit, ja, an sich von der Schiene bis zum Computer, zum Laptop durchziehen komplett. Somit fange ich es auch erst gar nicht an. Ich könnte theoretisch auch hier den Wendel schon aufbauen. Das Problem ist, es ist zwar genügend Platz, aber ich will jetzt, wo die ganze Fläche noch frei ist, offen ist, will ich die Kabel jetzt anlöten, respektive das Ganze jetzt machen, bevor ich jetzt da oben drüber zubaue. Auch wenn ich später noch rankomme, aber ich will es mir jetzt so einfach wie möglich halten, solange ich jetzt da gut rankomme. Ja. Auf jeden Fall war es das für heute. Wir haben ein bisschen geplaudert über die neue Lok, über Rokos neue Verpackung und über T3000. Kurzes Statement, was ich euch dazu geben wollte, die Infos, die ich bekommen habe. Das will ich natürlich mit euch teilen. Liebe Grüße ans Roko-Team. Ja, ihr habt mir ja gesagt, dass ihr meine Videos auch schaut, oder teilweise zumindest. Ja. Ich bedanke mich, Grüße an euch und ich bedanke mich jetzt hier bei allen fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mal wieder dabei wart bei einem Video nach einer längeren Pause. Ich weiß nicht, wann das nächste Video kommen wird. Lasst euch überraschen. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Ist nichts geplant für den Moment. Ja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ach ja, bevor ich es vergesse, schaut doch mal hier oben in den, in diesen Link rein. Das ist unser Online-Shop vom Laden, Let's Shop. Das ist so eine Art Amazon für Luxemburger Händler allgemein, Luxemburger Geschäfte, nicht nur Modellbahn allgemein. Wir haben da unseren Online-Shop mit drin. Da findet ihr alles von uns, was Roko, Märklin, BMO für Schmalspur, respektive Meterspur, Rätische Bahn und so weiter. Wir haben unsere LGB-Sortiment drin, wir haben unser Faller-Sortiment drin. Schaut mal vorbei, vielleicht findet ihr auch noch euer Glück. Vor allem bei Märklin und Roko, da haben wir auch noch relativ viele Fahrzeuge, die es schon längst nicht mehr gibt, schon längst ausverkauft sind. Wir haben noch welche auf Lager eventuell, was ihr sucht. Schaut mal vorbei. Wir würden uns freuen. Bis dann. Ciao.